Also das Programm Glück ist tierisch leicht, was wir von Tieren lernen können, ist in einer Weinlaune entstanden. Ich wäre für mein Leben gerne eine Raupe. Ja, Raupe muss ein geiles Leben sein. Fressen, 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 schlafen, zack, Schönheit. Ich habe als Business-Trainerin in meinen Keynotes zum Thema Mitarbeiterführung und Vertrieb immer schon Parallelitäten zu der Tierwelt gezogen. Und jetzt guck mal, warum hat dieser Vogel keine Angst runterzufallen? Weil er Gleichgewicht ist und? Na, das ist es. Er vertraut seinen Flügeln. Er vertraut niemals den Ast, auf dem er sitzt. Und was machen wir Menschen? Wir sichern uns nach allem ab. Wir wollen alles safe haben. Und irgendwann wurde ich gefragt, warum ich nicht mal so ein Abendprogramm mit Tieren mache. Ein Tier hat eine Regel im Kopf, die da lautet, mache das, was du kannst, mit dem, was du hast, da, wo du bist. Die wichtigste Botschaft für die Besucher ist hier, wirklich zu erkennen, wie einfach das Leben ist und dass Tiere wirklich sehr gute Lehrmeister sind und das Glück gar nicht so schwierig ist, wie wir Menschen das manchmal denken. Manchmal fühlen wir uns ja auch in unserem Leben wie eine Kuh auf der Weide, alles voller Pfosten. Trotzdem können wir von Kühen lernen, egal welcher Scheiß hinter dir liegt, guck nach vorne. Wisst ihr, dass wenn euer Hund euch sieht, dass er die gleichen Hormone ausschüttet wie ein Mensch, der frisch verliebt ist? Guck mal, die Damen sind schon ganz gerührt und sagen zu Hause zu ihrem Mann, hör dir das an, Mensch! Sogar mein Hund kann das! Partnerschaften sind gut, wie sie sind, nicht wie sie sein sollen. Und das bringen uns Hunde perfekt bei. Glück kann man auch nicht erzwingen, das ist wie Pupsen. Wenn du es zu doll willst, wird's scheiße. Männer machen manchmal das, insbesondere so diese Coolen in Anzug. Die stehen dann immer so, so, und dann machen die das. Schon mal gesehen? Das, meine lieben Herren, also jetzt wird's wissenschaftlich, ist ein sogenanntes Dominanzstößchen. Wenn wir einen Mann attraktiv finden, dann schütteln wir unser Haar. Und sagen eigentlich, guck mal, bin total gesund und ich wäre ein super Samenempfänger. Deswegen, meine Damen, macht das wirklich nur, wenn ihr einen Typen aufreißen will. Sonst gibt es Missverständnisse. Ja? Denn dann steht er so vor euch und sagt, guck mal, und du sagst, oh, hey! Man kann es Entertainment oder Infotrainment nennen. Es ist eben die gute Kombination aus viel Unterhaltung mit dem Fünkchen Wissen, das jeder mitnehmen kann. Geht auf eine Messe und dann kommt so ein Messeverkäufer auf euch zu. Ne? Das ist ja so der Säbelzahntiger von früher. Siehst du so einen Messeverkäufer, sagst, hallo, was darf ich Ihnen zeigen? Nix, ich gucke nur. Gehirnflucht. Den nächsten sprichst du an, hallo, was darf ich Ihnen zeigen? Kann man denn nicht einfach gucken oder was? Stößchen. Das ist der Angreifer. Und dann gibt es welche, die reagieren wie mein Mann. Hallo, was darf ich Ihnen zeigen? Totsteller. Jetzt zeige ich euch mal, wie ihr Kühe glücklich machen könnt. Nehmt mal die Hände hier bitte an den Kopf. So. Und jetzt müsst ihr damit wackeln. So, und wenn ihr so auf Kühe zugeht, dann denken die, ah, das sind nette Menschen. Ja, dann haben die nicht so viel Angst vor euch. Katzen sind ja ein Phänomen. Katzen haben keine Besitzer, die haben Personal. Und die denken anders als Hunde. Ein Hund denkt ja, sie lieben mich, sie pflegen mich, sie füttern mich, sie müssen Götter sein. Eine Katze denkt, sie pflegen mich, sie lieben mich, sie füttern mich, ich muss ein Gott sein. Geh doch auf die Menschen zu mit ein bisschen Offenheit und nicht immer diesem, ach, das mag ich nicht, nur weil es vielleicht anders ist. Wie oft werden Heinrich und ich beschimpft, insbesondere Heini, dass die Leute sagen, er ist hässlich. Ich werde es nie verstehen können, wie man diesen Hund hässlich findet. Und selbst wenn, haben denn nur schöne Lebewesen ein Recht zu leben? Wir lernen nicht nur für unser Leben, wie wir glücklich sein können, sondern wir lernen auch ganz viel über Tiere. Also ich bin so eine Mischung aus zoologischer Psychologin sozusagen. Das ist unsere schöne Morla. Morla ist eine Sporenschildkröte. Schildkröten sind so unglaubliche Tiere und unterschätzt nie deren Kraft. Die sind langsam, aber wo die hin will, kommt die hin. Ganz kalt, genau. Schildkröten sind ganz kalt. Katzen scheitern extra. Habt ihr schon mal Katzen gesehen, die an Bäume dran springen? Die springen an den Baum und fallen wieder runter. Das machen die extra. Denn scheitern heißt, ich kenne meine Grenze und kann sie ein Stück rausschieben. Kinder, wenn die hinfallen beim Laufen lernen, dann bleiben die ja nicht irgendwann auf dem Hintern sitzen und sagen, du, dieses Laufding ist nichts für mich. Schaff ich nicht. Sondern die üben weiter. Aber wir Erwachsenen mit unserem ausgeprägten Gehirn meinen, wir können uns erlauben zu sagen, nee, du, das Laufding, das ist nichts für mich. Das meine ich. Und das gilt im Job, das gilt privat. Wir müssen Frustrationstoleranz haben. Springt an die Bäume, fällt runter, um dann zu sagen, geiler Scheiß, ich probier's nochmal. Dankeschön.